Schreckmomente in Berlin. Sofort nach ihrer Ankunft rasten Beyoncé und Jay-Z mit ihren Zwillingen in die Kinderneurologie. Große Aufregung bei Sängerin Beyoncé und Ehemann Jay-Z. Das Paar reist aktuell im Rahmen der gemeinsamen On The Run 2 Tour um die Welt. Immer dabei sind's die drei Kinder, Blue Ivy, und die Zwillinge Romy und Sir Carter. Und die Babys waren es jetzt, die ihre Eltern in große Sorge versetzten. Beyoncé raste mit 150 km pro Stunde in die Klinik, wie die Website Bild.de berichtet, rasten Beyoncé und Jay-Z direkt nach ihrer Ankunft am Flughafen in Berlin mit einem Fahren ins Krankenhaus, zur Kinderneurologie. Statt der erlaubten 80 km pro Stunde sollen sie mit 150 km pro Stunde Richtung Stadt gedüst und mit den Zwillingen in die Kinderneurologie geeilt sein. Laut der Seite blieben sie dort eine knappe Stunde. Beim Verlassen des Krankenhauses lächelte Beyoncé offenbar schon wieder und scherzte mit den Kleinen. Hoffentlich ein Zeichen dafür, dass es den Babys wieder gut geht. Auch, dass das Konzert von Beyoncé und Jay-Z am Abend wie geplant im Berliner Olympiastadion stattfinden konnte, dürfte beruhigen. Wir drücken jedenfalls die Daumen, dass es wirklich nichts Ernstes war. Beyoncé in Sorge, ihre Zwillinge mussten ins Krankenhaus. Kurz vor einem Konzert in Berlin fuhr die Sängerin gemeinsam mit Ehemann Jay-Z in die Klinik. Megaschock für Beyoncé, 36. Und Jay-Z, 48, das Musikerpaar ist im Rahmen seiner Tour aktuell in Berlin, doch anstatt sich auf den heutigen Auftritt, 28. Juni, vorzubereiten, mussten die Dreifacheltern offenbar in ein Krankenhaus eilen, und das wegen ihrer Kinder. Große Sorge um Beyoncés Zwillinge. Gerade mal ein Jahr ist es her, dass Beyoncé und Jay-Zs Zwillinge Romy und Sir das Licht der Welt erblickten. Es erklärt sich fast von selbst, dass ihre Sprösslinge und dessen große Schwester Blue Ivy auch auf der großen Welttournee ihrer Eltern mit von der Partie sind. Schock. Romy und Sir müssen im Berliner Krankenhaus. Vor wenigen Stunden kamen Beyoncé und Jay-Z für einen weiteren Tourauftritt in Berlin an, doch der entspannte Trip entpuppte sich offenbar schnell zum Schockmoment. Wie die Bild berichtet, soll das Musikerpaar nämlich kurz nach seiner Ankunft nicht etwa zu der Location, sondern in ein naheliegendes Krankenhaus gerast sein, und das offenbar wegen ihrer Kinder. Wie die Zeitung weiter berichtet, seien Beyoncé und Jay-Z gegen Mittag mit einem Privatflugzeug in Berlin-Schönefeld gelandet und sollen den Flieger gemeinsam mit Tochter Blue Ivy, ihren Zwillingen und drei Nannies verlassen haben, vor allem aber mit besorgten Gesichtern verlassen haben. Mit 150 km pro Stunde in die Klinik. Von da aus habe sich die Familie auf direktem Wege in ein Klinikum der Charité im Stadtteil Wedding begeben. Statt der erlaubten 80 km pro Stunde, seien Beyoncé und Jay-Z mit 150 Stundenkilometern über die Berliner Stadtautobahn gerast. Aber was ist der Grund für die Sorge? Wie es weiter heißt, soll das Musikerpaar mit seinen Kindern direkt in die Kinderneurologie geeilt sein. Dem sei eine Nanny dabei beobachtet worden, wie sie Babysachen aus dem Kofferraum des Autos holte. Beyoncé und Jay-Z geben Entwarnung, doch wie ernst ist die Lage und was fehlt den Kindern von Beyoncé und Jay-Z? Offenbar handelt es sich nur um einen falschen Alarm, denn nur wenige Momente später soll das Paar das Krankenhaus schon wieder verlassen haben, mit Baby auf dem Arm. Ein weiteres Indiz für den wenig besorgniserregenden Zustand der Zwillinge dürfte sein, dass das heutige Konzert von Jay-Z und Beyoncé wie geplant stattfindet.